ich glaube ich auch schon tausendmal gesagt, aber ich bin ein riesen Fan von Maps wie Throne of Insanity. Statt riesige offene Landschaften halt klar definierte Gänge haben. Das macht's irgendwie angenehmer. Du kannst deine Flüche viel gezielter setzen und der ganze Spielflow geht halt auch gezielt in eine Richtung, statt dass die Skelette sich halt überall verteilen und an fünf Fronten gleichzeitig kämpfen, geht in eine Richtung, da ist der Schaden konzentrierter und weiß nicht, ich mag das einfach mehr. Diese Struktur, dass ich dann auch weiß, wo ich langlaufen kann, wo ich schon war und so, also weiß nicht, ist einfach besser so, finde ich. Ich wünschte, mehr Maps wären so, statt große offene Flächen zu haben. Man sieht auch gleich den Unterschied, oder? Es geht geschmeidiger. Weil die sich halt alle in eine Richtung konzentrieren, statt sich auf fünf Ecken zu verteilen. Mal kurz was am Discord. Okay. Alles erledigt. Problem wurde immer noch nicht gelöst mit der Maus. Es ist halt irgendein Problem mit dem Shader. Irgendwie so. Also bei früheren Versionen konnte man mit der Maus einfach rausfahren. Konnte ich problemlos ins Discord rein und in den Stream-Chat und so einen kurzen Kommentar absetzen und weiter. Und man hat es nicht mal mitgekriegt, wenn ich kurz was geschrieben habe quasi. Jetzt muss ich extra per Alt-Tab oder per Windows-Taste hier raus. Und ich glaube, manchmal gibt es dann auch so ein kleines Ruckeln im Video. Das ist voll blöd. Und die haben gesagt, die wollen das noch fixen. Aber bis jetzt besteht das Problem noch. Die haben ja auch das ganze Interface verändert. Ne? Also die haben normalerweise hast du die Grafikeinstellungen und sowas alle draußen im Launcher gehabt. Jetzt hast du die hier drinne per... Ist so? Ja, Steuerung O. Und hier sehe ich leider keine Option dafür, dass man die Maus vom Screen befreit quasi. Das fehlt halt irgendwie. Früher konnte man es eben im Launcher einstellen. Lock Maus to Screen oder nicht. Oder Lock Maus to Game, keine Ahnung wie es hieß.
ein kleiner Hinweis nochmal in die Runde. Für die Leute, die Interesse hätten an Project Zomboid, beziehungsweise die vielleicht auch auf dem Server, auf dem ich spiele, spielen wollen. Der Server läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, für die nächsten 3 Monate noch. Und ihr könnt ihn ganz einfach finden, wenn ihr auf die in Project Zomboid auf die Serversuche geht, bei den öffentlichen Servern, und dort einfach mal Döskop eingibt, mit OE geschrieben, Döskop, oder Twitch eingibt. Der Server heißt twitch.tv/Döskop. Bisschen Eigenwerbung. Und wenn ihr auf dem Server spielen wollt und ich dazu irgendwas Cooles aufbauen wollt oder so, könnt ihr das schon machen. Und wenn ich dann irgendwann mal die technischen Probleme in den Griff bekomme, mit der Aufnahme, und dann dort wieder anfange zu spielen, dann habt ihr vielleicht schon was Lustiges aufgebaut und dann kann ich das ja vielleicht direkt im Stream mal zeigen oder so. Oder dann zusammen mit euch spielen. Also, könnt ihr euch ja mal angucken. Vielleicht ist das Spiel was für euch. Auf Steam habe ich es mir auch nicht gekauft. Da kostet es glaube ich 20 Euro oder so. Ich habe mir einen Key für 6 Euro rausgesucht. Aber darf man ja eigentlich nicht sagen sowas, ne? Aber ich finde es einfach lächerlich, dass es so einen Preisunterschied gibt. Da ist Steam irgendwie selber dran schuld. Ja, die machen halt immer ihre Steam-Sales und dann kommen halt irgendwelche... ich weiß nicht, wie nennt man das? Ich sage jetzt einfach mal die Reseller. Dann kommen die Reseller an, kaufen den Key irgendwie 1000 Mal oder sowas und verkaufen den halt dann wieder für, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Cent pro Key gewinnen. Eben dann, wenn gerade kein Steam-Sale ist. Ja, finde ich so bekloppt. Da sollte Steam einfach sagen, ja gut, wenn wir das Spiel für 5 Euro im Steam-Sale verkaufen, dann bleibt er jetzt halt permanent für 5 Euro drin. Kauft doch dann keiner für 20 Euro, wenn man es auch für 5 Euro haben kann. Okay. Cooles Schild. Ich glaube 30 Euro ist sogar Maximum. Ich bin der Meinung, bei Vanilla Diablo war es 45. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, hier wurde es ein bisschen runtergedreht, weil die Pallaschilde schon ein bisschen overpowered waren. Oh Gott, da kam gerade ganz viel Schaden rein. Da ist der Boss. Es sind noch ein paar andere Gruppen noch daneben. Also zumindest eine habe ich noch gesehen. Ne, zwei sogar. Fehlt noch so ein bisschen das Skill-Level. Ist ja gerade das, was die Skelette dann auch so brutal tanky macht. Also die sterben jetzt einfach noch voll easy. Aber wenn ich dann erstmal hier einen neuen Skiller, einen Torch und einen Annie drin habe, dann sind das ja... Torch sind 3 Skills, Annie ist noch ein Skill. Sind wir bei 4. 4 und 9, 13. Das sind ja nochmal 13 Level höher. So, das ist brutal, wenn ihr mal guckt. Die sind jetzt Level 33, die werden dann Level 46, die Warriors. Ja, und die Mastery geht dazu auch hoch. Das ist das, wo der dann mächtig wird. Eine PDE. Oh Gott, die sind nervig.
Wir warten den mal kurz ab. Müssten ja gleich weg sein. Da, schon sind sie weg. Moment, bleib weiter. Das ist immer das Problem, warum ich nachmittags in letzter Zeit so wenig streame. Ist, weil ich nachmittags meistens noch ein bisschen beschäftigt bin mit Tab-Titans auf der Seite. Also mit dem Raid koordinieren. Leute pingen, Strategie umschreiben oder irgendwie sowas oder anpassen. Da muss ich öfters mal kurz raustappen und was machen. Und bei den meisten Spielen geht das einfach nicht so leicht mit dem Raustappen. Weil es dann oft das mal den Ton ausmacht oder das Bild geht weg oder irgendwie sowas. Und das sieht dann voll nervig aus im Stream bzw. im Video für YouTube dann hinterher. Und deshalb habe ich jetzt in letzter Zeit selten mal nachmittags was gemacht. Bei Diablo geht es noch halbwegs. Trotzdem. Also weil zumindest der Ton noch anbleibt. Viele Spiele sind echt so nervig. Sobald ich raustappe, ist der Ton weg. In nächster Zeit kann ich wahrscheinlich wieder ein bisschen öfter nachmittags was machen, weil wir da bei Tab Titans die neue Season starten, die neue Raid Season. Und das bedeutet dann, dass unsere Raids, man fängt an der Season immer an mit ganz schwachen Raids, also Master Tier ist das, heißt das Season System. Und wir fangen dann an mit Master Tier Raid 1. Und dann wird es immer höher. Jetzt gerade sind wir, glaube ich, beim Raid 101. Das ist unser letzter Raid für die Season. Und wir haben in der Season nicht 101 Raids gemacht, sondern wenn du es schaffst, einen Raid relativ schnell abzuschließen, dann überspringst du viele Raids. Einfach nur, um dann zu zeigen, ja, ich brauche die ganzen Loadinger nicht zu machen. Wir sind viel zu stark dafür. Gib uns höhere Raids, du darfst nicht mehr überspringen. Sondern einfach ein simples System. Und es fängt dann aber wieder an mit Level 1. Und dann springen wir auf Level 15 und dann springen wir auf Level 20. Dann werden die Sprünge immer kleiner, ne? Weil die Raids immer schwerer werden. Und soll aber heißen, die ersten paar Wochen der Season machen wir ganz einfache Raids, die man eben innerhalb von ein, zwei Tagen abschließen kann. Statt der normalen ganzen Woche, die man braucht für zwei Raids. Das soll heißen, ab Montag oder Dienstag habe ich dann quasi die Nachmittage frei. Und muss nicht mehr so viel in Discord reinspringen. Und dann kann ich auch entsprechend mehr wieder streamen. Was ich auch richtig vorhabe zu nutzen. Dann wird es wahrscheinlich wieder für ein paar Wochen das System geben, wo ich eben nachmittags ein Spiel spiele und dann abends ein anderes. Oder wenn ihr sagt, ja, nee, bleib bei dem System, dass du jeden Tag das Spiel wechselst. Dafür machst du dann aber halt ein extra langes Stream, von Nachmittag bis spät abends. Kann ich auch machen. Ihr müsst mir quasi sagen, was euch lieber ist. Nach der Map würde ich ein ganz kleines Päuschen machen, so 5 Minütchen. Um eben ja für Tab Titans ein, zwei Angriffe im Raid zu machen. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal eine Map oder so bis zum Abendbrot.
Oh, ich dachte, das wäre hier ein Raum, das ist ein Gang. Dann gehe ich erstmal oben lang. Heavy Belt. Was sind das? Das ist ein Vista? Nee, ach, ein Infernal. Oh Gott. Deshalb taucht er nicht mal in der Droplist auf. Eins dieser Sets, was einfach keiner trägt, weil es total sinnlos ist. Finde ich eigentlich schade. Ich finde, man sollte alle Sets so umbauen, dass man sie irgendwie auch nutzen kann. Verkaufen. Good evening. Good evening. Wir müssten uns auch irgendwann mal wieder Seven Days to Die? Ja, wir müssten uns auch irgendwann mal wieder Seven Days to Die angucken. Oh, habe ich jetzt gerade keine große Eile. Wir haben eine Pause eingelegt, weil es einfach keine neuen Updates gab und wir
Ja, ist schon so ein bisschen, also ich mich zumindest ein bisschen satt gespielt habe an dem Thema. Ich weiß, mittlerweile gab es glaube ich schon wieder ein paar Updates. Kleinere. Ich weiß nicht, ob das große Update A21 schon draußen ist. Muss ich mal reinschauen. Aber ich habe gerade so viele Projekte offen. Ich habe da jetzt genau noch. Vor allem läuft da jetzt noch dieser Project Zomboid Server. Also. Und ich kann den leider nicht auf den 7 Days to Die Server umändern. Ich könnte die Leute ja mal anschreiben und nachfragen, ob das ginge. Aber wie gesagt, erstmal nicht. Erstmal machen wir in Ruhe Dead Island durch. Gucken mal, wie lange wir noch bei Pokémon da rumfarmen. Da kommen ja zurzeit also immer noch Streams, aber ich mache jetzt zurzeit noch keine neuen Videos, weil die Streams einfach alle nur so Grind-Dinger sind, also wo ich bestimmte Pokémon jage oder sowas. Da stehst du halt stundenlang in dem Spot und versuchst dein Pokémon zu fangen. Das guckt sich ja keiner auf YouTube an. Aber das ist auch kein Riesenproblem, wir haben genug Material für YouTube vorgearbeitet. Ich habe dort bestimmt noch 3 Monate an Pokémon-Streams, die ich hochladen kann. Beziehungsweise, die sind alle schon hochgeladen, sind alle noch nicht veröffentlicht. Jeden Tag release ich eins. Und der Maple hat auch mal wieder nachgefragt, ob wir vielleicht doch wieder mal bei Minecraft weitermachen können. Los. Das Problem war ja immer, dass er keine Zeit hatte. An mir liegt es ja nicht. Also wir könnten liebend gerne Minecraft machen. Aber er kann halt immer nicht so. Und das kann ich ihn aber auch nicht übel nehmen. Das ist halt sein Beruf. Ja, als Koch, da hat man leider nicht so viel Freizeit. Und vor allem meistens nicht dann Freizeit, wenn andere Freizeit haben. Ist schwierig, ist schwierig. Aber vielleicht machen wir auch da mal wieder was. Dann aber wahrscheinlich nicht bei dieser Stoneblock-Mod. Die hat mir nicht gefallen. Die war mir viel zu kompliziert. Ganz ehrlich. Das sag ich ganz ehrlich. Also, ich hab da nicht durchgeblickt. Ist natürlich schön, dass man so viele coole, krasse Sachen bauen kann. Aber für mich war es zu kompliziert. So, Leute. Mache ich ein klitzekleines Päuschen und in ein paar Minütchen geht's dann weiter, ne? Bis gleich.